Meine erste Erfahrung mit dem Patch 3.8 sowie die Frage, wieso spiele ich Star Citizen und was ich später im Spiel erreichen möchte. Ich bin Ars Drake und das ist mein Einblick in das Spiel. Begleitet mich doch ein Stück des Weges und am Ende erzählt mir doch, was eure Motivation und Ziele im Spiel sind. Doch bevor ich anfange, vergesst nicht, dass ich jeden Monat ein Giveaway veranstalte. Das Video findet ihr oben unter Infos und helft meinem Kanal beim Wachstum. Jeder Abonnent zählt, sowie jede geschaute Minute meiner Videos. Kommen wir aber erstmal zum Patch 3.8. Natürlich läuft mal wieder nicht alles. Zuerst dachte ich mir, ein paar einfache Bounties zu jagen, aber irgendwie bekam ich nie das Kopfgeld, sondern die Mission galt als failed. Ich weiß nicht, ob sich was geändert hat oder ob es ein Bug ist, deshalb hier die Bitte, schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr Ähnliches erlebt habt. Dann dachte ich, handel doch etwas. Ich denke mal, dass sich hier einiges geändert hat, da an einigen Konsolen nicht das gehandelt werden kann, was bei Galactic Logistics hinterlegt ist. Falls es ein Bug ist, gebt mir doch in den Kommentaren ebenfalls Bescheid. Ich wollte es erst einmal mit etwas billigen versuchen, Waste, jedoch probiere ich es mit was anderem später nochmal. Bringt mich das zur Verzweiflung? Nö. Jeder Patch-Release ist mit einigen Bugs versehen, da Star Citizen noch in der Alpha ist. Die Frage ist, wie viel Game-Breaking-Momente hatte ich? Keine. Nach dem Login spielte ich über Stunden und war über die Stabilität des Servers und der Framerate begeistert. Ich sprang zwischen den Menüs, dem Spiel und dem Desktop etliche Male hin und her, um meine Setting und Kontrollen wieder einzurichten, dass ich mit jedem weiteren Wechsel einen Absturz erwartet habe, aber der blieb aus. Zwischendurch habe ich sogar ein Betten-Lockout auf der Freelancer gemacht, um etwas zu essen zu machen. Beim Wiedereinloggen war ich tatsächlich wieder an Bord der Freelancers ohne Probleme. Hierzu muss ich anmerken, dass es vorher noch nie bei mir funktioniert hat. Wie sieht es nun mit den offensichtlichen Eindrücken im Patch 3.8 aus? Sprich Planet Tech Version 4. Natürlich habe ich grafische Verbesserungen der Location erwartet. Man hat ja schon einiges auf anderen Kanälen aus der PTU-Phase gesehen. Aber es ist doch immer ein anderer Eindruck, wenn man es in seinem eigenen Spiel erlebt. Microtech habe ich mir noch nicht angesehen, weil die Location komplett neu ist und ich keine Vergleichsmöglichkeit zu vorher habe. Also habe ich mir bekannte Orte angeschaut, wie zum Beispiel Levski auf Delamar und Lovell auf Hurston. Und was soll ich sagen, es fühlt sich wie ein neues Spiel an. Normalerweise empfinde ich grafische Verbesserung nur als solches, als Verbesserung. Aber hier muss ich sagen, dass es sich anfühlt, als ob ich alles zum allerersten Mal erlebe. Das Abheben und Anfliegen auf Location an der Oberfläche von Planeten und Monden fühlte sich wie eine neue Erfahrung an. Was mich darüber nachdenken ließ, wie war mein Eindruck, als ich damals das erste Mal mich einloggte und wie ist es heute? Damals hatten wir nur den ersten Cinematic Trailer, als Chris Roberts uns seine Idee präsentierte, mit der ersten Version der Bengal Carriers und der F-7 Hornet. Und man hat sich der Detailgrad verändert, natürlich zum Besseren. Wir hatten Durchstrecken bei der Releases der ersten Patches, vor allem als Chris Roberts sich von Crytek getrennt hatte und wieder bei Null anfing. Man hatte das Gefühl, jahrelang habe sich nichts getan, jedenfalls nach außen hin. Doch als die ersten Monde ins Star Citizen Universum hereinkamen, fing es langsam an. Wir bekamen immer häufiger neue Patches, als dann der Patch 3.0 rauskam, schien der Knoten immer mehr sich zu lockern. Wir bekommen jetzt regelmäßig alle 3 Monate neue Patches mit neuem Inhalten. Natürlich ist es ärgerlich, wenn etwas aus dem Patch verschwindet oder verschoben wird, aber diese Regelmäßigkeit hatte man in den ersten Jahren überhaupt nicht. Und jetzt mit der Implementierung von SSOCS, der neuen Planet Tech und der Aussicht auf Wetter und Wettereinflüsse auf Spieleravatare bekommt man das Gefühl, die Entwicklung nimmt nun Fahrt auf. Ich bin gespannt, was die Roadmap im Januar für das kommende Jahr uns aufzeigen wird. Also habe ich jetzt wieder angefangen, darüber nachzudenken, was ich im eigentlichen Spiel machen möchte. Die Vielfalt scheint groß und größer zu werden. Und das war der Grund, wieso mich Star Citizen überhaupt interessiert. Das Sandbox-Universum. Mehr noch, dass dieses Universum nicht von Spielern hauptsächlich bevölkert wird, sondern am Ende von NPCs. Und wir Spieler sind nur ein Teil des Universums. Hat meine Aufmerksamkeit erregt. Also was will ich machen? Bin ich ein aufrechter, produktiver Bürger des Star Citizen Universums? Gehe ich einem geregelten Handeln oder beschäftige ich mit dem lukrativen Geschäft des Bergbaus? Oder gründe ich einen Rennstall?
Vielleicht schließe ich mich einer Streitmacht im zivilen Bereich an, um die Sektoren sicherer zu machen. Ich könnte ja auch der sein, der die Gegend unsicher macht als Pirat. So viele Möglichkeiten. Ich sehe mich als Freigeist an, also fallen schon mal strikte organisierte Organisationen weg. Aber ich bin auch nicht so weit, ein Pirat zu sein. Ich bin eher eine Söldnerseele. Von einem Tag in den anderen leben und nur mir selbst verantwortlich sein, das ist eher meine Natur. Lukrativer Handel oder Transport, wenn es Profit bringt, wieso nicht? Es gibt Kopfgeld zu kassieren, lass die Jagd beginnen. Wenn der Preis stimmt, eskortiere ich. Ihr braucht jemanden Neutralen, der zwischen eurer und einer anderen Organisation vermittelt oder einem neutralen Treffpunkt ermöglicht? Da bin ich der Richtige für euch. Ihr braucht Informationen in Form Locations für neue Bergbaugebiete, vielleicht kenne ich ein paar. Oder sucht ihr Informationen speziellerer Natur, vielleicht kann ich sie besorgen. Also was sind meine Ziele? Ich habe eine Organisation namens das Geisterwolfrudel gegründet. In erster Linie Söldner und unabhängige Unternehmer. Derzeit gibt es zwei Schiffe, die meine Idee unterstützen, und zwar die Banu Merchantmen, die ich besitze, und die Kraken Privateer. Dass man unabhängig Handel damit betreiben kann, ist ein Punkt, der meinen Geschmack trifft. Der andere Punkt ist der Konferenzraum der BMM sowie der abgeschirmte VIP-Bereich der KP, was die Interaktion mit verschiedenen Organisationen ermöglicht. Man hat die volle Bandbreite an Möglichkeiten, in der Grauzone zu spielen. Handeln mit legalen und heißen Waren, die Vermittlung zwischen Parteien oder von Dienstleistungen. Im Grunde genommen jeden, der individuell agieren will, aber mit der Intention, sich gegenseitig auch den Rücken freizuhalten, wenn es nötig wird. Natürlich zu einem fairen Preis oder angemessenem Anteil. Dadurch wird niemand ausgeschlossen. Es braucht dafür natürlich jede Art Spieler. Für den wirtschaftlichen Teil ein Netzwerk an Kontakten von Händlern, Bergbauleuten und Explorern sowie Broker für Informationen. Für die Kopfgeldjagd, Eskorten und spezielle Missionen braucht man Piloten, Infanteristen und Spezialisten. Wobei jeder für sich verantwortlich ist und seine Dienste anbietet, wie er kann und will. Aber auch nur so seinen Teil verdient. Dafür kann man innerhalb der Orga nach Unterstützung suchen oder auch direkt mit anderen Orgas verhandeln. Wenn man später in verschiedenen Bereichen des Star Citizen-Universums unterwegs sein will, so ist keiner gezwungen auszutreten. Baut euch dort, wo ihr wohin wollt, eigene Ableger innerhalb der Orga auf und wenn einer aus dem Rudel in das Gebiet kommt, bietet ihm Unterstützung an, so wie ihr Unterstützung erhaltet, wenn ihr in ein anderes Gebiet kommt. So müssen nicht immer alle überall hinreisen, wenn diese eigene Interessen im Gebiet verfolgen. Das ist nur ein Grundgedanke für das Ziel, das ich anstrebe. Was wollt ihr in Star Citizen erreichen? Wie gesagt, schreibt mir eure Motivation und Ziele doch gerne unten in die Kommentare. Und nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Astrake.